Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du mit Gate 19 Astral Body Activation deinen Astralkörper aktivierst und gleichzeitig deinen kritischen Verstand loslässt in Kombination mit dem Gefühl der Kontrolle, weil viele haben Probleme mit Kontrolle und Loslassen der Kontrolle und das wirst du in diesem Gate lernen. Ja, wie schon erwähnt, in diesem Gate lernst du deinen Astralkörper zu aktivieren und es hat sehr, sehr viele Sachen, die du integrieren wirst und ich werde jetzt gleich darauf eingehen. Ne? Auf der einen Seite wirst du die Aktivierung des Astralkörpers machen und dann werden wir diese zwei Codewörter verankern. Einmal das Codewort Relax, was dazu führt, dass du die jegliche Kontrolle loslässt und auf der anderen Seite das Codewort Astral, welches den Astralkörper aktivieren wird. Und ich werde gleich dazu erklären, wie wir grob den Astralkörper aktivieren. Da gibt es eine eigene Methode und zwei Chakren, die dafür zuständig sind. Da gibt es eine eigene Methode, die ich entwickelt habe, die sehr, sehr intensiv den Astralkörper aktivieren. Vor allem in Kombination mit der Velo-Technik wirst du damit auf jeden Fall deinen Durchbruch erreichen können. Ja. Also, ich gehe mal kurz zum Ablauf, wie das Ganze funktioniert. Wir kommen wieder wie beim Gate-Programm zu der Insel. Dann in die Pyramide hinein, dann haben wir Kontakt mit unserem Geistführer und der Geistführer bringt uns dann in so einen Kristallraum und dort legen wir uns dann auf so ein Kristallbett und dann kommt dann von Gate 11 übrigens die ganzen Codewörter von Soul Healing, also Body Heal, Mind Heal, Emotional Heal, Soul Heal und Merge, dass wir sozusagen alles in Einklang bringen, alles zentrieren, alles reparieren und dann gibt es eine eigene Methode zwischen Solarplexus und drittes Auge, die übrigens sehr, sehr intensiv ist. Ja? Also da musst du schon bewaffnet sein, oder schon was aushalten können. Die wird sehr, sehr intensiv sein. Du wirst auf jeden Fall Effekte spüren, auch nach der Frequenz. Kann es sein, dass du hellsichtig bist oder dass du übernatürliche visuelle Fähigkeiten hast, weil diese zwei Chakren massiv aktiviert wurden danach. Ja, und danach wird die Verankerung vom Codewort Relax gemacht, wo die Kontrolle losgelassen wird und dann die Verankerung von Astralkörper, weil wir machen dann diese auch die Velo-Techniken ganz grob, wo wir dann, also die Velo-Verankerung vom Codewort zumindest, oder nicht die Verankerung, sondern das Velo-Codewort, um den Zustand vom Velo-Körper zu aktivieren, also den Aggregatzustand zu wechseln und dann wirst du so den Astralkörper aktiviert haben plus das Thema mit der Kontrolle, weil es gibt immer noch Menschen, die bis jetzt noch nicht Astralis indizieren können und die werden dann auf jeden Fall durch das Problem, weil die haben dann immer das Problem, dass sie Kontrolle haben, die Kontrolle loslassen können und dann durch diese zwei Chakren, die aktiviert sind, hat man einfach sozusagen die Basis, ja, dass man eine Astralis indizieren kann. Und darum geht es in diesem Gate, einfach eine Methode, wo man halt nochmal sozusagen die letzten 10% nochmal Gas gibt, ja, wo man nochmal den Astralkörper mit einer High-End-Methode aktiviert und sich vom kritischen Verstand, von diesem Kontrollding loslässt, weil dann läuft das Ganze. Das ist sozusagen für diejenigen, die sagen, weil ab Gate 20 bzw. ab Gate 21 kommen 10 Gates, wo nur Astralresen Induktionen sind und jede Technik ist eine andere und da wird dir dieses Gate helfen und du wirst auch dieses Codewort Relax und Astral benötigen für Gate 20 bis Gate 30, weil es sozusagen die Basis ist für das ganze Astral-Induktionsprogramm, was danach kommt in den Gates bis 30. Ja. Auf jeden Fall ein Muss für diejenigen, die sagen, ich will eine Astralis erleben und ich werde dann mit den ganzen Gates, mit dem Bundle von 20 auf 30 arbeiten, welches übrigens auch sehr, sehr bald erscheint. Ja, und wenn du sagst, du willst wissen, wie das genau funktioniert, mit welcher Methode du damit besser arbeiten kannst, dann schau dir das Nutzungsvideo von diesem Video an und dann gehe ich ein bisschen detaillierter auf die Technik ein. Also in dem Sinne, viel Freude mit Gate 19 Astral Body Activation und ich wünsche dir das allermaximalste Glück. Darum habe ich auch diese Technik entwickelt, dass du nicht mehr so viel Glück brauchst, um eine Astralreise zu indizieren, um es zum Lernen den Astralkörper instant zu aktivieren. Und in Kombination mit der Velo-Technik von Gate 15, wenn diese zwei zusammenarbeiten, dann, wenn du die Videos schon gesehen hast oder vielleicht das Gate auch gehört hast, dann wirst du wissen, wie die Effekte sind und dann wird die Erfolgsquote natürlich massiv gestiegen damit. Also in dem Sinne, bis
bald und viel Erfolg.